Weil Sie das Land bedenken, das war ein Angriffskrieg. Wir sind ja nicht dort geholt worden. Wir sind doch dort hingekommen, wir haben das Land überfallen. Was die Bevölkerung so macht, genau, das mag ich jubelt haben, ja, eh klar. So genau, so wie die Deutschen dort hergekommen sind. Die sind ja aus der Freie gekommen. Naja, das, also das, das ist ja was anderes, da war ja kein Krieg. Ja, das hat man wahr. Jetzt sind wir überfallen worden. Das war ja kein Krieg, nicht? Wissen Sie, die Situation war ja da damals ganz anders. Und in Österreich, Sie wissen es ja wissen. Arbeitslosigkeit, Not. Ja, das war die, gell, Sache, das war der ausschlaggebend. Ja, das war ausschlaggebend. Aber ich habe es selber erlebt in Russland. Das einzelne Gefangene, die haben es gar nicht zurücktransportiert, die haben es gleich erschossen an Ort und Stelle. Ich habe es gesehen. Nicht SS. Wehrwacht. Habe ich nicht gesehen. Ich bin ja 23 Jahre lang. Was haben Sie gesehen? Was haben Sie dort gesehen? Naja, da sind ein, zwei russische Gefangene gemacht worden, gell, um die nach hinten zu transportieren. Das war zu aufwendig, hat man sich gleich an Ort und Stelle erschossen. Einzelne, wissen Sie. Wenn natürlich mehrere Gefangene gemacht wurden, die wussten sie, da konnten sie das nicht. Aber bei Einzelnen hat sich diese Daten gegeben. Wo war das? In Russland. Ich würde sagen, bei Minsk um. Darf ich Sie bitten, bis jetzt? Oh, Entschuldigung. Ja. Dankeschön. Ja, leider. Aber das ist natürlich nicht die Überzahl, gell? Es hat so Übergriffe jetzt gegeben. Und diese Kommandeure, die was sich an den Tagesbefehl gehalten haben, was gekommen ist von Hitler, nicht? Die haben das eingehalten und wir haben dann rigoros gehandelt. Hat es natürlich Anständige auch gegeben, die was das nicht gemacht haben. Wer konnte es kontrollieren, nicht? Leider. Aber das, ich finde das gar nicht so, wie die da im Fernsehen gesagt haben, dass da die gesamte Wehrmacht verurteilt wurde. Das ist ja nicht so. Das wurde nur zu Einzelnen abgeschnitten. Ich weiß aber so nicht. Ich war bei der 2. Panzerdivision. Und ich war bei der 11. Das war im Mai 40, der Frankreich-Feldzug, die Erstürmung von Boulogne am Meer. Das war in der Nacht und da hat sich einer herübergeschlichen, ein Engländer, und hat sich verirrt gehabt im Hafengebiet. Ja, ja, ja. Und anstelle, dass den geschnappt hätten und nach hinten getrieben, hat ihn einer erschossen. Er hat gesagt, es ist mir zu mühselig, zu dass mühselig. Ich den Hügel wieder schieße, ein Bank weg war. Ja, das war in Russland gerade das Ende. Ja. Das waren Einzelfälle natürlich. Einzelfälle. Ja, aber es war vorhanden. Ja. Finden Sie das als Einzelfälle, die Massenschießen? Nein, das nicht. Nein, das, was ich erzählt habe. Also, was Sie erlebt haben. Ja, ja, ja. Das war ein Einzelfall. Ich war nämlich auch bei der Wehrmacht, ich weiß, was zukommen ist. Das war der einzige Fall, wo man sowas unterhören musste. Ja, jetzt wissen wir es, ja. Und die Leute, die eigenen Kameraden, haben ausgestochene Augen und abgeschnittene Geschlechtsteile, so hat es angefangen, nämlich in Russland, die Repressalien. Ah, das ist in Ordnung. Das ist ja nur einseitig. Was war vorher? Der Einmarsch, der war in Ordnung. Der war in Ordnung. Und diese Hinrichtungen, was Moment, ich rede jetzt von Russland. Ja. Ohne dass eine Kriegserklärung stattgefunden hat. Pass auf, ich sage nochmal. Ein Pakt war vorhanden. Sie brauchen da nichts beschönigen. Welche Jahrgang sind Sie? 25er. Ich war mit dabei bei den Sorgen. Von Anfang sind Sie gekommen? Natürlich. Ja. Und da sind Sie auch mit der Absicht gekommen. Also warum verteidigen Sie heute so eine Schweinerei? Nein, ich verteidige die Einseitigkeit. Die Einseitigkeit? Einseitigkeit, ja. Das ist keine Einseitigkeit, wenn Sie das durchlesen und ausschauen.
Und wenn Sie das heute noch unterstützen, sind Sie eher Verbrecher gewesen. Ach so, na, das ist aber auch ein Unterschied gewesen. Schauen Sie, es geht ja darum, es geht ja darum, wir waren ja auch in Russland. Ja. Damals habe ich das als junger Mensch auch nicht gesehen, was sie da wollen, was rum. Aber von heutigen Standpunkt aus war der Krieg ein Angriffskrieg von Seiten. Ja, Moment, also, stimmt, jetzt will ich Ihnen was sagen. Als Wissender, ja, ich kannte einen Generalstabsoffizier, der den Angriffsplan gegen Russland mitgemacht, also mit ausgearbeitet hat. Ja. Mit dem bin ich in Russland gewesen, wenn man vorher sitzt. Der uns erklärt, wie das dazu gekommen ist. Ja. Das schaut ganz anders aus. Er sagt, die Abwehr hat schon festgestellt, dass im Westen von Russland, also gegenüber, auf einmal sind da auftaucht, Dutzende Angriffsdivisionen und so weiter in Russland. Ja? Das ist registriert worden. Wieso konnte der Präventivgriff ein Präventivgriff, meiner Sorge. Und was alles andere ist, nicht wahr. Sie haben da überrascht, bitte. Was? Die Sowjetunion war da damals überrascht. Ja, das sind die vorne. Aber die Angriffsdivisionen waren da. Die waren ja da. Was glauben Sie, wenn Hitler noch hingegangen ist? Ja? Bitte, ich möchte den Krieg nicht verteidigen, was wir in unserer Rücksicht stellen. Nein, das ist ein Unsinn. Ich bin für Objektive. Ich weiß, dass Übergriffe gegeben hat und so weiter, aber angefangen hat es mit den fürchterlichen Gräueltaten, die die deutsche Wehrmacht erleben musste in Russland. Und die waren entsetzbar. Was hat die deutsche Wehrmacht in Russland gesucht? Bitte? Was haben Sie als Soldat in Russland gesucht? Wer? Sind Sie einem Befehl nachgegangen oder sind Sie aus Überzeugung gegangen? Was glauben Sie? Sind Sie aus Befehl? Den Befehl nachgegangen oder aus Überzeugung? Ich bin auch über den Befehl. Nicht aus Überzeugung. Befehl? Nicht aus Überzeugung. Da müsste ich lügen. Am Anfang war es Überzeugung. Ja. Später. Und wie sehen Sie, die Befehle? Wie Deutschland gesiegt hat, da waren ja alle eine Hurra-Schreiber. Und wie sehen Sie jetzt die Befehle, die Sie dort erhalten haben? Ich habe das Glück gehabt, ja, ich möchte heute nicht zu denen gehören, die sagen, es gibt keine Nazi geben, ja, weil die Volksabstimmung in Österreich mit 99,9% und so weiter, die war nicht einmal geschoben, die war echt. Ja. Mit Leuchten, die im Laufe der Zeit hat sich das entwickelt, dass sie gesehen hat, was da gespült wird. Und wenn sie das Glück haben, ich habe das Glück gehabt, dass sie nie in Einheiten waren, die sagen wir, verstrickt waren, in Exekutionen und so weiter. Die Wehrmacht hat sich schuldig gemacht, weil es die Überstellungsbefehle, zum Beispiel Juden, abgeliefert hat zum Abtransport. Ja? Der Kommissarbefehl, der ist ja nicht bis unten durchgegangen. Aber, ja? Der Kommissarbefehl war einmal was ganz anderes. Ja, es war mündlich weitergegeben, das können Sie dann noch. Ja, aber ist nicht durchgeführt bei den Großen. Gell? Nein, der Kommissarbefehl... Wissen Sie, was ich nicht verstehe? Wie Deutschland Polen nicht den Krieg erklärt hat, wird es geheißen, hat, ab 5:45 wird zurückgeschossen, was weiß ich, 54, was ist ja wurscht. Lesen Sie einmal die Literatur, nicht die deutsche Literatur, lesen Sie einmal durch, was da vorher für die Verbrechen geschickt sind an deutsche Bevölkerung. Das ist doch provoziert worden von den